Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen. An einem fantastischen Tag und schaut, was ich euch mitgebracht habe vom Moldking, die 13126. Ein Glitzer AMG. Sensationell, ganz genau, so ist es. Bestehend aus knapp 2900 Teilen. Preislich ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, bei Moldking 80 bis 120 ist die Liste, sag ich mal. Moldking verkauft mir selbst über eBay und Amazon, als ich ihn während des Baus euch vorgestellt habe bei Instagram, war er gerade auf 80 Euro im Angebot. Ich weiß jetzt nicht, ob der Mehrwertsteuer mit drin ist oder nicht, aber das nur mal als Orientierung für euch. Das ist, würde ich sagen, deswegen zeige ich ihn euch hauptsächlich, der beste Technikteilspender, den es im Markt gibt. Es ist der Knüller mit Metallic-Elementen. Metallic, das ist nicht mal Flat Silver, das ist Metallic. Ich habe sehr viel Spaß. Gucken wir mal. So, jetzt mal kurz zur Einordnung. Moldking. Dieses Set hier. Moldking sagt mir, sie arbeiten mit dem Designer zusammen. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Designer von dem Modell hier ist. Aber sie arbeiten wohl mit einem Designer zusammen. Steht aber nichts auf der Kiste. Das Set hier ist ganz klar inspiriert von Lorenzos AMG GT. Seht ihr auf Rebreakable, verlinke ich euch. Der gibt kostenlos die Anleitung raus. Könnt ihr einfach runterladen. Und dann seht ihr es. Der hatte mal ein paar hundert Teile weniger. Der hat einige Sachen anders gelöst, etc. etc. sowieso. Und dann kommen wieder die Feinheit-Leute und sagen, es ist ein ganz anderes Modell. Nein, es ist nicht. Das sieht ganz klar nach dem Modell aus. Lorenzo hat sich den aber auch nicht ausgedacht. Er hat sich wiederum inspirieren lassen von James JT. James JT verkauft für 13 Pfund eine Anleitung, die ich mir gekauft habe. Und das ist auch ein AMG. Der sieht allerdings tatsächlich dann ein gutes Stück schon anders aus. Und das ist ein B-Modell von Legos 42115 Cyan. Das ist der Ursprung der Entwicklungsgeschichte. Der Grusel-Lambo von Lego, der ja auch noch in der falschen Farbe am Start war, die es nie gab. Und das Oliv hätten sie sogar gehabt. Das ist so dämlich. 450 Euro für die Grütze. Und das B-Modell ist immer noch mal eine Möglichkeit, damit farblich was zu machen. Wobei der AMG GTR ja auch ein viel satteres Grün hatte und auch nicht dieses Froschgrün. Das Froschgrün ist einfach komplett ungeeignet. Für günstigere Lambos ja, aber nicht für gescheite. Und das hier ist jetzt natürlich ein Traum, das in Metallic Silber hergestellt worden ist, das Modell. Und darum geht es hauptsächlich. Das ist ein, ich meine, ja, das Modell, das kann man natürlich auch noch mögen, dass man sagt, sieht super aus und die Funktion, okay, aber es geht vor allem um die Teile. Es geht hier um die Teile. Ihr bekommt für dieses Geld nicht mal einen Bruchteil der Teile, wenn ihr versucht, das zu bekommen. Also keine Chance. Das hier ist der Deal schlechthin. Dafür kauft man das Modell in erster Linie. Wir gehen über die Funktion. Es sind die Standard-Supercar-Funktionen. Er hat eine Schaltung, er hat eine Federung, er hat eine Lenkung, die Hauben gehen auf. Ende. Falls das allererste Supercar ist, was ihr seht aus Klemmbaustein, dann wird das ein Wahnsinnsvideo für euch. Für alle anderen ist es das 23. Video von den Autos mit exakt den gleichen Funktionen. Aber wir gucken durch. Das ist die Box. Winzig klein, wie beim Moldking üblich. Knallvoll, richtig eng gepackt, richtig gut. Da rotteln auch die Teile nicht so rum, dann werden sie auch nicht verkratzt. Die haben die Rückseite nicht, weil man sich fürchten müsste. Hier sind Motoren abgebildet, die sind nicht mit drin. Es handelt sich um die manuelle Version. Es gibt das Set auch mit Motoren. Aber nicht die Variante, die ich, also das Modell, was ich hier habe, ist es nicht. Für 80 Euro hat man die nicht mit Motoren bekommen. Hier hinten ist aber beschrieben, wie man Motoren auch einbaut. Ist schon in der Anleitung mit drin. Ebenso in der Anleitung ist dieser Aufkleberbogen. Ein Riesenlappen. Es sind aber immerhin keine billigen Lego-Aufkleber. Das sind Transferaufkleber. Sehen natürlich wesentlich besser aus, sind wesentlich wertiger. Dennoch sind es reine Deko-Aufkleber. Es geht nicht darum, dass man irgendwie eine Designlinie fortführt über ein sehr komplexes, über eine sehr komplexe Bautechnik, wo das nicht geklappt hätte. Sondern es sind reine Deko-Aufkleber. Und die kann man auch einfach weglassen, so wie ich es gemacht habe. Dann sieht das Metallic noch viel besser aus. Richtig. Messen wir das Dickerchen mal kurz aus. Horny ist auch relativ begeistert von dem Set, weil da ein paar Fehlfarben drin sind. So hat jeder seinen Spaß hier. 53 cm in der Höhe 15 und in der Breite über die Spiegel 24, 25 cm. Es ist ein klassisches Auto 1:8, wie immer. Wir haben eine Federung, die funktioniert vorne wesentlich besser als hinten. Hinten schlägt er mir zu schnell durch, hier hat er einen Bounce-Faktor. Das macht Spaß, hier nicht. Hat zwei gelbe Federn pro Rad. Wir können die Haube aufmachen. Die sitzt hier
an zwei schwarzen Pins und zieht da so richtig drüber. Also die hat auch, ja, die fällt nicht einfach. Hier hinten, das ist ganz entspannt. Aber hier hinten arbeitest du wirklich gegen, ihr hört's, ja, gegen richtig was an. Man kann die Türen aufmachen. Die Türen sind halb gut. Sie sind besser als von Lego, natürlich. Sie haben hier unten diesen einen Mechanismus. Und der ist auch okay. Mir geht das hier häufig ab. Seht ihr das hier? Ich gucke mal auf Kontrollmonitor. Ihr seht das hier, die kleine graue Achse. Das ist ein Achspin in Grau. Der hat zwar Friktion, aber nicht viel. Der geht mir gerne ab. Und ihr seht, das ist der Begrenzer hier hinten an der Stelle. Und das geht hier rüber. Ihr seht, hier ist so ein Knick. Man kann das aufmachen, dann ist es gerade. Dann geht es auch nach hinten. Das ist nicht der Plan. Soll nach vorne gehen. Und dann schließt die Tür auch. Das ist okay. Sie ist aber nicht wahnsinnig fest. Ihr seht, dass sie sich bewegen will. Ja. Das würde ich mir noch mal ein bisschen stabiler wünschen an der Stelle. Dann hätte ich noch mal mehr Spaß. Wir haben eine Lenkung. Natürlich haben wir eine Lenkung. Und wir haben keine Hand-of-God-Steuerung. Aber drin, das Lenkrad dreht sich natürlich mit. Da drin seht ihr auch wieder blau und blaue Pins. Mold King hat mir mal gesagt, als ich mal wieder gesagt habe, was soll denn das? Ich hatte gerade den Pagani gebaut mit den durchsichtigen Pins. Hat mich gefreut. Super Set, habe ich euch ja auch gezeigt hier im Video. Habe ich immer gesagt, mach doch was mit den schwarzen. Und ich sagte, ich bin beileibe weltweit nicht der Einzige, der sich über blaue Pins beschwert. Die Thematik schlägt bei denen häufiger auf, aber sie übernehmen halt so viel wie möglich vom Marktführer, weil der Marktführer macht ja alles richtig. Aber sie haben schwarze Dreierpins hier drin auch verbaut und sie sagten, sie bemühen sich bei neueren Sets zu schauen, dass es farblich passt zu dem Modell. Mal gucken, ich bin gespannt. Was schön ist, wenn ihr jetzt mal so hier an die Seite geht, ihr seht jetzt, was ist da für Randale da draußen, ihr seht jetzt hier einen blauen Pin, der ist störend. Ihr seht drin hier die rote Achse, wobei ich sage, es sind auch rote Sitze. Und ihr seht hier diese halben Pins in blau, die sie auch in schwarz in dem Set drin haben. Ich weiß nicht warum, aber jetzt glücklicherweise hier in den großen Elementen benutzen sie schwarze Pins und keine blauen. Aber trotzdem ist es einfach unnötig, fertig aus, man kann es nicht schönreden, blaue Pins sind dumm. Ende. Genau. Guckt nochmal die Metallic-Sachen an. Sind die nicht sensationell? Und sie sind absolut kratzerfrei. Es ist ein einziges Fest. Ich habe hier oben einen Kratzer auf dem Panel. Hier. Da, der da. Das ist mein Kratzer, den ich habe. Das Ding sieht einfach super aus. Also es ist top. Hier von unten, da seht ihr auch den Platz für die Motoren. Vorne seht ihr den Motor, der mitlaufen kann. Und die Schaltung in der Mitte. Auf dem einen Aufkleber steht, dass das eine Sechsgangschaltung sei. Ja, weiß ich nicht. Kann sein. Das ist eine Schaltung, wie sie immer ist. Trans Black, der V8, der da drin sitzt. Und natürlich, ich muss ein Zahnrad finden. Da dreht sich der Motor mit. Ja, ganz wunderbar. Jetzt dreht er sich auch relativ schnell. Wenn man dann schaltet, Moment, drankommt mit einem dicken Finger, dann dreht er sich wesentlich langsamer. Und viel mehr Widerstand natürlich jetzt. Und das läuft dann. Also sie schaltet tatsächlich, die Schaltung funktioniert daraus, alles gut. Aber wie gesagt, das jetzt. So, hier seht ihr auch die Federung. Manchmal seht ihr es mit Federbeinen dazu auch. Ja, da zwei oben, zwei unten. Sehr stabil, sehr gut gemacht. Ist alles fein. Ihr habt hier unten auch diese Funktion. Die kommt vom vom James schon, dass ihr hier unten das ein- und ausfahren könnt. Ja. Das ist natürlich ganz fantastisch. Das hier ist Light Blue Gray. Da kommt auch ein Aufkleber drauf. Vielleicht haben sie es deswegen nicht Metallic gemacht. Aber das ist der große Unterschied zwischen Metallic und Light Blue Gray. Und Metallic sieht halt 300 Mal besser aus. Braucht man nicht drüber reden. Falls ihr irgendwas anmerken wollt, dass ihr sagt, also die Qualität könnte schon besser sein bei Mold King. Das wird schwierig. Aber seht ihr die Ecke? Da auch? Bei diesen verchromten Elementen müssen sie es irgendwo festhalten. Und das ist die Stelle. Das ist natürlich sehr, sehr unglücklich, würde ich jetzt mal sagen. Richtig. Ich meine, wir können jetzt natürlich noch jedes einzelne Element durchgehen, wie hübsch das aussieht, wie schön die Paneele sind, wie schön die Kotflügel aussehen, dass das ein Supercar ist und so weiter und so fort. Der wichtige Punkt ist nur, ein Wagen mit exakt dieser Funktion kostet 450 Euro bei Lego. In einem matten Froschgrün. Richtig. Das hier ist Metallic. Ich würde sagen,
Gegenwert in der Lego-Welt 700 Euro, 800 Euro wahrscheinlich. Irgendwas die Gegend. Auch wenn er ein paar Teile weniger hat, das sind Deko-Elemente, kleine Pins und kleine Achsen, vor allem, wenn ihr die Teileliste mal prüft. Das hier ist ein Traum. Also wirklich teilemäßig ein Traum. Ich habe mich eigentlich geärgert, dass ich das Modell aufgebaut habe, weil das gar nicht mein Ziel war. Ich wollte die Teile haben. Und jetzt denke ich drüber nach, welche Lego-Sets ich nachbaue. Mit guten Teilen. Und ich weiß nicht, was man nochmal schauen muss. Sind hier diese Kotflügelelemente und diese Panels hier, die braucht man für sonst nichts. Aber in die Richtung 82,85 oder 82,97 in Metallic? Ah, es wäre der Knüller. Oder hier Richtung Transformers oder so. Alles, was in diese Richtung, irgendwie gedanklich in diese Richtung geht. Ein bisschen Chrom, sehr viel Metallic, ein bisschen Schwarz dazu. Da kann man noch Knüller Sachen machen. Also falls man in irgendeiner Form kreativ ist, das kann ich nicht. Ich würde jetzt einfach nur alte Anleitungen nehmen und die Sachen nachbauen. Und gucken, wo ich hinkomme damit. Auch so Geschichten wie das blaue Elend sehen natürlich so schon mal wesentlich cooler aus. Und Lego hatte ja schon mal in der 2000er-Gegend, als es ihnen sehr schlecht ging, hatten sie ja auch schon mal Metallic-Elemente drin. Das waren diese grünen Metall. Ich habe euch die Sets vorgestellt. Das waren diese Fantasy-Technik-Modelle. Ich glaube, in die Richtung, da geht einiges. Ich mochte die Optik von denen immer sehr. Die war halt wirklich noch sehr offen, sehr technisch. Hatten aber auch coole Funktionen. Sehr, sehr coole Reifen vor allem damals drauf. Ich hoffe, dass diese Zeit wieder ein bisschen kommt. Und wir abgefahrene Sachen sehen, weil die Lego-Design-Autos sind ja, die gefallen jetzt nicht mehr so vielen Leuten, die sind ja ziemlich langweilig. Und deswegen, ich freue mich über sowas hier. Ich glaube, das wird die Mock-Szene extrem beglücken. Die Hardcore-Lego-Mock-Szene natürlich nicht, weil es ist ja Teufel-Weihwasser, wenn man einen Mold-King-Stein da reinlegt. Aber die Qualität der Elemente ist herausragend. Deswegen, ja, ich hoffe, ihr habt viel Freude damit. Habe ich gar nicht erzählt, oder? Hier sind so viele Highlights, bin gar nicht dazu gekommen. Schaut euch mal die Rücklichter an. Das sind durchsichtig rote Achsen. Also, ich meine, Knüller. Verchromte Auspuffrohre natürlich. Ah, und das hier, habe ich das erwähnt? Hier sollten auch zwei Metallic-Stopper drüber. Ich habe schwarze jetzt drauf gemacht. Ich habe die zwei Metallic nicht gefunden. Also entweder fehlen sie oder ich habe irgendwo welche verbaut, wo andere drauf gesollt, also gemusst hätten. Das weiß ich nicht. Das wollte ich nur sagen, das war ein Fehler. Entweder hat es in dem Set gefehlt oder ich habe es falsch gemacht. Eins und beide. Auf jeden Fall ist das nicht nach Plan. Genau, aber ansonsten, wir sind durch alles. Es ist das gleiche Video wie Cyan und Daytona und Bugatti, nur dass ich mich nicht die ganze Zeit über den Preis aufrege, sondern dass ich mich über Metallic-Teile freue. Ist für mich das schönere Video auf jeden Fall. Hat vielleicht nicht den Unterhaltungswert, aber ich habe Spaß. So ist es. Ich hoffe, ihr habt nette Leute um euch. Habt eine gute Zeit. Bis bald.